Herzliches Willkommen zu unserem Webinar. Danke fürs Zuschalten. Im heutigen Webinar erfahren Sie, wie Teledyne 4-Technologien Ihnen helfen können, Energieverluste zu erkennen und natürlich dann am Ende Geld für Ihre Rechnung oder an Ihren Abrechnungen zu sparen. Wir haben eine kurze Agenda. Ja, zunächst sprechen wir über die Energieversorgungskrise allgemein. Als nächstes gehen wir auf die gebäudespezifischen Dinge ein, die wir mit Wärmebildkameras angehen können. Und am Ende reden wir über Condition Monitoring Tools, speziell auf die Industrie bezogen. Und gehen auch noch auf eine andere Technologie ein. Sie werden sehen, worum es da geht, um Druckluft und andere Dinge. Fragen und Antworten, wie vorhin schon erwähnt, am Ende des Webinars live und zwischendrin bitte über die Frage- und Antwortfunktion. Starten wir. Ja, was hat uns denn in die Situation gebracht? Ja, es gibt einen englischen Begriff, a perfect storm. Ist es eine Verkettung unglücklicher Umstände oder etwa ein hausgemachtes Desaster? Ich denke, viele von uns können sich denken, was es wirklich ist, vielleicht auch eine Mischung aus beiden. Und wir müssen jetzt zusehen, wie wir damit klarkommen. Und glücklicherweise haben wir Technologien zur Verfügung, die helfen, diese Probleme halbwegs in den Griff zu bekommen. Ja, wie gesagt, der Perfect Storm, Verkettung unglücklicher Umstände. Wir haben extreme Wetterlagen, natürlich auch hausgemacht. Wir haben die Nach-Covid-Zeit. Wir haben Material bzw. ja, Knappheiten. Wir haben Umweltschutzprobleme, immer weitere Auflagen. Wir müssen alternative Energiequellen finden. Wir müssen ja, die Gasverbräuche reduzieren. Wir haben international Probleme in den Nachrichten zu sehen, Kriege, Russland, Ukraine und so weiter. Und darüber hinaus gibt es auch noch Auflagen, die wir bekommen, um Klimaziele zu erreichen. Immer geringer werdende Ressourcen im Erdölbereich und ja, elektrische Energiepreissteigerungen, die wir alle verkraften müssen. Wir haben hier ein paar Statistiken aus England. Ja, da geht hervor, dass wir von 21 auf 22 eine 60-prozentige Kraftstoffpreissteigerung haben. Ich denke, das können wir auch auf Deutschland umsetzen. Und der Business Energy Tracker wirft aus, dass 80% der Unternehmen als erste Bedrohung tatsächlich die Energieversorgung sehen. Auch das hören wir ja in den Medien zu Genüge. Nicht nur Industrieunternehmen, sondern eben auch Hausbesitzer leiden unter der derzeitigen Situation. Und die Frage ist ja, wo fangen wir an? Und wir haben da natürlich mit unseren Produkten Möglichkeiten, sowohl Privatleuten als auch Unternehmen zu unterstützen, Lücken in der Isolation, Lücken in ja, oder Undichtigkeiten in allen Systemen zu finden. Und das wollen wir heute besprechen, aufzeigen, was wir tun können, um Ihnen zu helfen, Energieverluste zu vermeiden. Die Infrarottechnik, da kommen wir her. FLIR macht seit eh und je hauptsächlich Wärmebildkameras, ist dort Marktführer. Und die Bauthermografie war von jeher einer der ganz großen Bereiche, in denen wir tätig sind. Ja, man sieht hier hinten, wir können Nachtsicht, wir können die Feuerwehr unterstützen, wir haben militärische Anwendungen und so weiter und so fort. Aber bei uns geht es hier heute um Temperaturmessen, um das Erkennen von Wärmebrücken oder Kältebrücken im Volksmund und um das Beseitigen dieser. Hier oben sehen Sie ein Ausschnitt aus dem
Verlauf der elektromagnetischen Wellen. Und der sichtbare Bereich für menschliche Augen hier, das ist ein ganz schmaler Bereich. Der Infrarotbereich ist schon weiter und im Bereich der langwelligen Infrarottechnik bewegen wir uns und erzeugen eben diese Wärmebilder, die uns zeigen, wo Wärme entsteht und wo sie vielleicht auch nicht entstehen sollte. In einer gewissen Falschfarbendarstellung, die auch noch variabel ist. Einige Bereiche, in denen wir Sofortmaßnahmen treffen könnten, wo die Kamera sofort wirksam werden, sieht man hier hauptsächlich und bevorzugt im Innenbereich, aber eben auch außen an Gebäuden. Besonders an kühlen Tagen ermöglicht der Einsatz von Wärmebildkamera sehr, sehr, sehr klare Aussagen über Lücken, über Defekte oder eben auch über fehlende Isolierung und speziell auch immer im Fokus Dichtungen. Dichtungen an Türen und Fenstern, Dichtungen am gesamten Gebäude, die ja oft vergessen werden oder erst in extremen Fällen dann zutage treten in Form von Luftzug, den wir dann unangenehm gewahr werden. Wenn ein Leck an einem Fenster oder einer Tür groß genug ist, dann können wir dieses Leck oder diese Undichtigkeit natürlich spüren. Wir können im Gesicht spüren, mit der Hand spüren. Aber wenn ein Problem unsichtbar in der Wand versteckt ist, sei es Dosen, Durchführung, wie auch immer, andere Dichtungen, dann bleiben sie oft unentdeckt. Und wir gehen davon aus, dass 10 bis 20% des gesamten Energieverlusts eines Hauses oder des gesamten Energieverbrauchs eines Hauses durch Verluste, Leckagen, Undichtigkeiten passiert. Und besonders fehlende Isolierung, aber auch Rohrbrüche und so weiter sind mit einer Wärmebildkamera hervorragend zu entdecken. Die Kosten, die sind natürlich hochinteressant. Ja, wir haben hier wieder eine britische Statistik. In Großbritannien geht man davon aus, dass eben Haushalte im Jahr 2022 mittlerweile 3.600 britische Pfund zahlen müssen für die Energie im Jahr. Und durch vernünftige Maßnahmen können Hausbesitzer eben bis zu 700 Pfund jährlich sparen. Aussagekräftiger vielleicht und allgemein gehaltener ist diese 20%. Jeder von uns, es sei denn, er hat ein ganz neues Haus, neuester Standard, alles ist tipptopp und bezogen aufs Industrieunternehmen natürlich dasselbe. Ja, aber durchschnittlich können wir 20% der Energiekosten einsparen durch geeignete Maßnahmen. Ich habe hier noch was hinzugefügt, was sehr, sehr nutzbringend ist. Das wäre die Kombination von Wärmebildtechnik und zum Beispiel Blower-Door-Verfahren. Das bietet uns enorme Einblicke, wenn wir da gezielt einen Unterdruck in Gebäuden erzeugen und damit natürlich den Fluss der Luft oder die Luftströmung beschleunigen. Ja, und dann kommen eben solche Bilder bei raus, ja, die man vielleicht so schwer entdecken kann, weil dort einfach keine Dynamik drin ist, die aber dann durch diesen Unterdruck extrem deutlich werden. Ja, und hier hat man mal den Unterschied, das hier ist die Aufnahme ohne diesen Unterdruck und das ist die gleiche Ecke dann mit dem Verfahren, mit dem Blower-Door-Verfahren. Und das kann für viele eben doch sehr effizient sein im Verhältnis zu den Kosten, die es verursacht. Kommen wir zu der ersten Technik. Wir sprechen immer davon, dass wir Technik zur Verfügung stellen, um solchen Problemen auf den Grund zu gehen. Die Flirwand Pro ist eines der verfügbaren Tools, um diese Probleme zu erkennen. Die kleine Wärmebildkamera passt in die Handfläche, verbindet sich automatisch mit dem Smartphone, wenn gewünscht, und erzeugt ein klares Wärmebild der beobachteten Fläche. Das ist das kleinste Gerät, was wir anbieten können, sehr kostengünstig und ist ein sehr guter Indikator für
Probleme mit Wärmebrücken bzw. Luftlecks. Im Unterschied zu älteren Geräten ist das eben ein Gerät, was auf allen Plattformen funktioniert, auf Android wie auf Apple. Verbindet sich mit Bluetooth, über Bluetooth und besonders erwähnenswert ist eben, dass wenn Sie das Telefon oder das Smartphone, das Pad mal wechseln, bleibt Ihnen die Kamera natürlich jetzt erhalten, anders als früher, als wir spezielle Schnittstellen brauchten für die speziellen Telefone. Und Unternehmen, die vielleicht gar nicht infrarottechnisch tätig waren und einen Einstieg wagen wollen, für die ist das natürlich interessant, dass auch wenn verschiedene Plattformen verwendet werden, das Gerät bei allen Verwendung finden kann. Außerdem, dadurch, dass es per Bluetooth verbunden ist, können wir bis auf 30 Meter Entfernung das praktisch autark verwenden, das Smartphone als Bildschirm, gerade für sicherheitsspezifische Geschichten, wo wir einfach nicht vor Ort messen können oder messen wollen, bietet sich das als so ja, quasi Fernsteuersystem an. Eingeführt haben wir das Gerät vor kurzem, wenn es noch nicht bekannt ist, ist kein Wunder, vor 15 Tagen ungefähr haben wir das Gerät vorgestellt. Der nächste Schritt führt uns dann zu autarker Technik. In der gleichen Kompaktfamilie haben wir nun auch autarke Geräte, C3X und die C5, ausgestattet mit zwei verschiedenen Sensorauflösungen und 4 Stunden Akkulaufzeit ist das die preiswerteste Methode, eine autarke, komplett ausgestattete Wärmebildkamera im Westentaschenformat zu bekommen. Die nächste Stufe wäre die EX-Serie. Hier handelt es sich um eine Serie von 4 verschiedenen Geräten mit einem Gewicht unter 600 Gramm, komplett gummigeschützt. Resistent gegen Staub und Spritzwasser, 2 Meter Falltest, also ein extrem robustes Gerät, das praktisch der Standard ist im Baubereich bei Bauprofis. Der Unterschied zwischen den Kameras ist unter anderem die geometrische Auflösung bzw. Detektorauflösung ist hier richtiger. Ja, hier sieht man ein paar Beispiele vom einfachsten Gerät bis zum besten Gerät dieser Serie gibt es halt verschiedene Pixelauflösungen und die drücken sich natürlich in einem homogeneren Bild aus. Und je nach Anwendung kann das eben wichtig sein, dass man eine entsprechende Auflösung hat und bei einfacheren Anwendungen ist es gar nicht nötig. Da muss man im Speziellen drauf schauen. Das nächste ist die thermische Empfindlichkeit. Die ist natürlich dann wichtig, wenn wir geringe Temperaturunterschiede deutlich wahrnehmen wollen. In dem Fall haben wir hier verdunstende Wassertropfen, die durch ihre Verdunstungskälte sichtbar werden. Und da sieht man halt, dass man mit dieser thermischen Empfindlichkeit von 0,15 Grad Celsius oder Kelvin diese verdunstende Feuchtigkeit praktisch übersehen kann und mit einer besseren 0,06 eben nicht. Da muss man auch schauen, Anwendungen, die geringe Temperaturunterschiede beinhalten, benötigen eine bessere thermische Empfindlichkeit in kritischen Bereichen. Dann kommen wir hier zu diesen Top-Produkten. Die EXX-Serie ist eine fortschrittliche Wärmebildkameraplattform mit integriertem Mikrofon für Sprachaufzeichnung. Ist vollständig kompatibel mit den Plugins, die es für unsere Thermal Studio Software noch gibt. Und erzeugt eine ganz andere Effizienz bei der professionellen Arbeit, ja, wenn Sie Dienstleister sind, Berichte erstellen müssen und so weiter. Alles diese zeitraubenden Dinge, da lohnt sich der Blick auf dieses Kamerasystem, was dann eingebunden ist auch in unser Ökosystem, was dann gleich kommt. Die Infrarotauflösung, die Detektorauflösung, die steigen bei dieser Serie natürlich dramatisch an, bis hin zu 640 mal 480 Pixel. Hier ist noch ein kleiner Zahlendreher drin. Und das ist dann wichtig, wenn man wirklich ganze Fassaden aufnehmen möchte, wenn man Teile dieser Fassaden im Detail aufnehmen möchte
Und wenn man einfach Optiken wechseln möchte, ja, wir können hier bis zu einer 14 Grad Teleoptik aufsetzen und damit natürlich hochdetailliert auch auf große Entfernungen arbeiten. Und im anderen Fall innerhalb von Gebäuden zum Beispiel, wenn eine Weitwinkel gefordert ist, dann eben eine Weitwinkeloptik aufsetzen, um aus kurzer Distanz große Flächen aufzunehmen. Ja, die beiden Typen hier sind allerdings mit der Fixoptik ausgestattet, da kann man keine Optiken wechseln und die drei anderen sind dann kompatibel für unsere Autokaloptiken. Hier sieht man die unterschiedlichen Linsen und die unterschiedlichen Ausschnitte, die damit erzielbar sind. Wie gesagt, kleine Details muss man eben auch mit der entsprechenden Optik anvisieren. Große Übersichten erreicht man gut mit der Weitwinkeloptik. All unsere Kamerasysteme sind mit einer MSX-Funktion ausgestattet. Multispektral, Punkt, Punkt, Punkt. Und was ist da die Auswirkung? Das heißt, wir legen das visuelle Tageslichtbild auf das Wärmebild, und zwar nur die Kanten aus diesen. Und das erzeugt dann eben Signaturen bzw. Informationen im Wärmebild, die im Original-Wärmebild gar nicht enthalten sind. Das erzeugt aber eine Wiedererkennbarkeit, eine Lesbarkeit, die eben sehr vorteilhaft ist, gerade im Elektrobereich, aber auch im Gebäudebereich. Speziell Photovoltaik-Spezialisten sei angemerkt, profitieren davon. Die haben dann eben auch jede Zelle im Blick, jede Leiterbahn und so weiter und können da ihre Schlüsse draus ziehen. Ja, all die Kameras, die Sie jetzt gesehen haben, erzeugen Informationen, die dann auch verarbeitet werden müssen. Und mittlerweile reden wir nicht nur von Software, wir reden von einem Software-Ökosystem. Basierend auf einer Cloud. Ja, ich weiß, Cloud ist nicht jedermanns Sache, aber man sollte mittlerweile doch mal drüber nachdenken, weil USB-Sticks und so weiter auch nicht mehr gerne gesehen sind. Und über diese Cloud, Ignite zum Beispiel, da können wir zentral alles abspeichern, wir können zentral Berichte erzeugen und alle Kamerasysteme und auch andere Systeme einbinden, damit es praktisch einen zentralen Punkt gibt, von dem aus Kollegen eingebunden werden können, von dem aus auch die Hardware eingebunden werden kann und so weiter und so fort. Speziell das Teilen mit Kollegen oder Kunden über gewisse Links ist eine ganz spezielle und sehr vorteilhafte Funktion dieser Systeme. Wenn Sie tiefergehende Analysen benötigen, können Sie auch auf andere Softwarepakete ausweichen. Da ist einmal die Tools-App für unsere Mobile-Geräte oder auch die Thermal Studio, eine professionelle Berichtssoftware, die auch wiederum auf die Cloud zugreifen kann, wenn gewünscht, die aber auch ganz normal über die klassischen Wege mit Informationen zu füttern ist. Wichtig dabei ist, es gibt da Funktionen, Inspektionsroute zum Beispiel, die dazu angetan ist, Ihnen 50 bis 70% Ihrer administrativen Nacharbeit nach Ihren Inspektionen einzusparen und dabei nebenher noch ein ganz ja, einen wesentlich professionelleren Output bringt als bisher. Jetzt ist Zeit, mal auf unsere Umfrage hinzuweisen. Da werde ich die Kelly bitten, zwei Worte zu sagen, denn wir wollen ja auch ein bisschen was von Ihnen erfahren. Ja, ich werde jetzt diese Umfrage freigeben. Welche Gegenmaßnahmen haben Sie in den vergangenen 12 Monaten gegen die steigenden Energiepreise ergriffen? Da gibt es drei mögliche Antworten. Keiner, regelmäßige Überprüfung auf potenzielle Ineffizienzen oder Suche nach Abhilfemaßnahmen, die man implementieren kann. Da gebe ich Ihnen mal ungefähr eine Minute, um diese Umfrage zu beantworten. Kelly, ich darf aber weitermachen während der Zeit, oder? Ja, von mir aus schon. Okay, denn wir sind ja zeitlich limitiert. Ja, wenn es um Unternehmen geht, ist die Maximierung der betrieblichen Effizienz entscheidend, um den Energieverbrauch zu kontrollieren und unerwartete Ausfallzeiten zu vermeiden.
Die Zustandsüberwachung, also Condition Monitoring von FLIR, helfen Unternehmen aller Größen und Sektoren, nicht nur Energielecks zu identifizieren, sogar unsichtbare Verschleiß- und Gefahrenpotenziale zu lokalisieren. Ja, bevor sie zum Problem werden. Das ist unsere klassische vorbeugende Instandhaltung, die natürlich jetzt beim Energiesparen, ich sag mal, nicht direkt, sondern eher indirekt wirkt. Dazu kommt die Herausforderung, die uns aufgelegt werden vom Staat, von der EU. Ja, wir haben bereits die Auslöser der aktuellen Energiekrise sowie Folgen angesprochen. Zusätzlich hat die EU-Kommission darauf gedrängt, die Treibhausemissionen bis 2030 um mindestens 55% zu senken. Und ja, das zwingt Unternehmen, Prozesse entlang des Produktionszyklus neu zu bewerten, um energiebewusster und verantwortungsbewusster zu werden. Und ja, da kommen wieder unsere Produkte ins Spiel, die ihnen helfen, die entsprechenden Punkte, die entsprechenden Schwachstellen zu finden und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Die wichtigste Kategorie dabei ist natürlich die Ausfallzeit. Das heißt, die Zeit, wo die Maschinen, wo die Computer oder ganze Werksteile zum Stillstand kommen, weil irgendetwas kaputt gegangen ist. Und das Ziel der Instandhaltung ist natürlich, diese unvorhergesehenen Ausfälle auf ein Minimum zu reduzieren. Was kosten Ausfallzeiten? Wir haben ja wieder Informationen aus Amerika, Schneider Electric US. Ja, hier sagt man, eine Stunde Ausfall kostet 6,5 Millionen US-Dollar, wenn das auf der Börse passiert. Oder 40.000 Dollar, wenn ein Knotenpunkt im Mobile-Bereich ausfällt. Oder 100.000 in der petrochemischen Industrie. Und da kann ich sagen, dass 100.000 natürlich tief gegriffen ist. Ja, wenn das Buchungssystem ausfällt, 90.000 Dollar. Eine Stunde im Bereich der Kreditkarten, wenn die nicht mehr funktionieren, kostet 2,6 Millionen. Und ganz wichtig ist natürlich die Vermeidung von menschlichen Verlusten. Und teilweise können Sie, davon hier abgesehen, die Kosten mit dem Faktor 3 bis 4 multiplizieren, wenn es um größere Unternehmen geht. Einige Probleme in den Unternehmen sind wohl bekannt. Ja, der typische Wackelkontakt oder die Probleme mit Verbindungen im elektrischen Bereich an elektrischen Leitern. Ein ganz, ganz großer Prozentsatz an Bränden in der Industrie. Deshalb wird der VDS da auch nicht müde, darauf hinzuweisen, dass dort vorbeugende Instandhaltung unter anderem mit Thermografie stattfindet. Natürlich überhitzte Elektrik, Elektronik, defekte Lagerwicklung. Die typischen Dinge, die uns aufhalten und zu Anlagenausfällen führen. Überhitzung in der Kontrolltechnik, ja, defekte Lagerwicklungen und so hier im Bereich sorgt immer dafür, dass irgendwie die Produktionsstrecke stillsteht und im schlimmsten Fall eben auch im Schaltschrank unbemerkt Ausfälle stattfinden. Die Faustregel gilt, dass jede Temperaturanomalie, meistens eine höhere Temperatur, auf einen bevorstehenden Ausfall zu einem bestimmten Zeitpunkt hindeutet und dass die Verdopplung der Temperatur eine Viertelung der Restlaufzeit bedeuten kann. Das ist ja auch wichtig. Zu viel Temperatur setzt die Lebensdauer der Produkte extrem herab. Das war die technische Seite, aber wir haben auch die Gebäudeseite in der Industrie. Ja. Isolierung von Industriegebäuden, Lagerhallen, Produktionshallen. Auch in diesem Zusammenhang kann die Infrarottechnik helfen, kritische Bereiche zu identifizieren. Wir haben schon vorher von den wirtschaftlichen Auswirkungen fehlender Isolierung und so weiter gesprochen. Ja, und die Auswirkungen sind natürlich im industriellen Umfeld nochmal viel größer. Die sind vielleicht auch schwerer zu beheben. Aber je teurer die Energie wird, desto mehr müssen wir darüber nachdenken, auch diese Dinge anzugehen. Ungedämmte Hallen und so weiter kosten mittlerweile sehr, sehr, sehr viel Geld.
Hier ein paar Wärmebilder, so quasi Plattenbau, ja, alte Gebäudetechnik, die noch unisoliert ist, die einfach enorm viel Geld kostet. Es gibt noch eine weitere Serie an Kameras. Ja, die haben wir ja schon kurz vorgestellt. Und die beiden Serien sind sehr, sehr ähnlich. Das heißt, technisch basieren sie auf der gleichen Plattform. Der wesentliche Unterschied ist die Ergonomie, die bei dieser Serie vorhanden ist, teilweise auch dann mit Viewer, also mit Sucher für die Messung im Sommer draußen. Und zusätzliche Funktionalität natürlich. Aber diese Geräte werden häufig von Fachleuten verwendet, die oft und vor allen Dingen sehr lange thermografieren, weil die eben ergonomischer zu halten und zu benutzen ist. Ja, mit der drehbaren Optik kommt man eben auch um Ecken von unten und von oben an die Objekte ran, was mit dieser Pistolenform in Anführungszeichen schwierig ist. Dazu kommt ein laserunterstützter Autofokus, heißt Continuous Focus. Ja, bisher musste man ja immer klicken, wenn man irgendwo scharf stellen möchte, oder man musste an der Optik drehen, um ein scharfes Bild zu erzeugen. Diese Kameras beherrschen dann auch das kontinuierliche Fokussieren über den Laserstrahl, sodass sie zu jedem Zeitpunkt ein scharfes Bild vorfinden und nur sich um den Auslöser kümmern müssen. Die Funktionen helfen halt, effizienter zu arbeiten, immer eine saubere Darstellung zu erreichen, ohne da großes Augenmerk drauf zu legen. Darüber hinaus haben die Geräte ein Touchscreen. Sie können kritische Bereiche auf Ihrem Bild hervorheben oder einfach ein Notizfeld hinzufügen, Querztastatur nutzen, wie Sie es auf Ihrem Smartphone auch gewöhnt sind. Also Benutzung, die Lernkurve ist recht steil und kurz. Auch das Einrichten der richtigen Kontrastwerte im Volksbund, ja, Level und Spanne einstellen. Das war früher eine manuelle Aufgabe, dann war es eine automatische Aufgabe und mittlerweile können wir uns mit dieser One-Touch-Funktion, das ist dieser kleine weiße Kreis, auf die Objekte konzentrieren, die wir vernünftig aufgelöst sehen wollen. Man tippt da mit dem Finger drauf und das System stellt automatisch die Spanne und den Pegel von dieser Farbdarstellung ein. Auch das hilft, gut auswertbare Aufnahmen zu erzeugen in Windeseile, ohne zum Beispiel von Hintergrundtemperaturen abgelenkt zu werden. Dazu kommt noch eine Metalink-Technologie. Das ist nichts anderes als eine spezielle Bluetooth-Verbindung, die es ermöglicht, diese Test- und Messgeräte per Bluetooth an die Kamera anzuschließen. In diesem Beispiel haben wir halt Stromzangen angeschlossen und können zu den Bildern, die wir hier auf den Kontakten erzeugt haben, zu den Thermogrammen auch die entsprechenden Stromwerte abspeichern, was natürlich dann zur Beurteilung der Problematik sehr, sehr wichtig ist. Handelt es sich um Überlastung oder handelt sich es um ein Kontaktproblem? Dieser Umstand lässt sich hier natürlich dann viel besser bewerten. Dazu kommt nun relativ frisch eine Technologie, die wir in die Kameras eingefügt haben, die aber auch in Verbindung steht mit der Software Thermal Studio, nennt sich Inspektionsroute. In der Vergangenheit mussten wir vielleicht Zettel präparieren, wo sind welche Betriebsmittel zu prüfen, dann diese Prüfmittel oder Betriebsmittel ablaufen, Notizen dazu machen, das Ganze vom Papier vielleicht in PC übertragen, dann gab es so ein iPad vielleicht, was man mitnehmen konnte. Und mittlerweile ist es dann so, dass wir eine Inspektionsroute hochladen, also erstellen in der Software, in Windeseile oder importieren von existierenden Betriebsmittellisten. Das sind dann nur ein paar Minuten Arbeit. Dann hochladen in die Kamera. Man kann es ungefähr erkennen. Die Kamera führt sie durch den Betrieb zu allen Betriebsmitteln. Und wenn Sie die alle
aufgenommen haben, beurteilt haben, hier diese farbigen Kennzeichnungen, dann führen Sie die Datei einfach zurück in die Software und innerhalb von wenigen Mausklicks haben Sie einen vorbereiteten, auf einer Vorlage basierenden Bericht erstellt in absolut professioneller Qualität. Und das wird Ihnen mindestens 50% Ihrer Arbeitszeit, wenn nicht mehr, eigentlich gehen wir von 70% aus, sparen. Der Prozess ist wie folgt. Ja, man erzeugt die Betriebsmittelliste, man lädt sie hoch, man arbeitet sie ab, man speichert sie bzw. überträgt sie an die Software und per Drag and Drop wird dann der entsprechende Bericht erzeugt. So, wenn das jetzt alles so ein bisschen böhmische Dörfer für Sie waren oder mehr Fragen auftauchen als Klarheiten erzeugt werden, dann ist natürlich das Thema Schulung akut. Wir haben ein Infrared-Training-Center. Ja. Das Infrared-Training-Center bietet eine breite Palette von anwendungsorientierten Kursen. Vom Anfänger bis zum Experten, sodass Kursteilnehmer gezielt den Wissensstand entsprechend dem Einsatzzweck aufbauen können. Das ITC ist außerdem weltweit größte und führende Unternehmen für Infrarotschulung und Zertifizierung und das einzige meiner Kenntnis nach, das ISO-zertifiziert ist. Und deshalb ist das der absolut oberste Standard, was Infrarotschulung angeht. Und man kann für seinen Aufgabenbereich gezielte Schulung aussuchen und darauf aufbauen. Das heißt, man wird praktisch auch durch die Kenntnisstufen hindurchgeführt, bis Sie ihr Ziel erreicht haben und das an Kenntnissen erreicht haben, was Sie für Ihre Aufgaben brauchen. Und das Ganze funktioniert in-house oder auch bei Ihnen, bei uns in Frankfurt oder wo auch immer genug Leute zusammenkommen, um geschult zu werden. So, dann haben wir noch einen weiteren Punkt. Ich hatte das anfangs angekündigt. Wir haben nicht nur Wärmebildkameras, sondern Druckluft ist zum großen Thema geworden. Der Bereich Druckluft erzeugt halt enorme Kosten. Druckluft ist eine der kostspieligsten Energieformen in der Industrie. Je nach Branche kann dies bis zu 30% der gesamten Stromrechnung ausmachen. Im Durchschnitt aber verliert ein Druckluftsystem zwischen 25% und 30% der Luft aufgrund von Leckagen. Früher sind wir einfach daran vorbeigelaufen, ich auch, und haben gedacht, ja, plötzlich Luft, was soll's. Aber bei den Energiekosten heute wird da ein besonderes Augenmerk drauf gelegt. Außerdem leidet die Lebensdauer des Kompressors, wenn er immer nachladen muss, und dadurch steigen eben auch die Instandhaltungskosten. Ein 5 mm Leck, was natürlich riesig ist, aber hier geht es ja erstmal um die theoretische Betrachtung, würde gegebenenfalls 26.000 Euro kosten können. Das ist gar nicht hochgegriffen. Ich habe in meinen bisherigen Tests bei Industrieunternehmen Ähnliches oder Schlimmeres erfahren dürfen. Und die Kompressorlebensdauer leidet im gleichen Maße, wie eben ungefähr auch die Leckagerate ist. Warum funktioniert das mit so einer Schallkamera ganz gut? Wir reden über Ultraschall und Ultraschall ist vergleichsweise hochfrequent und je höher frequenter, desto gerichteter ist der Schall. Wir können also ziemlich genau sagen, woher kommt der Schall? Und da wir 124 Mikrofone verwenden, können wir über Triangulation diese Lokalisierung bewerkstelligen. Es ist ein visuelles, bildgebendes System und wie eine Wärmebildkamera auch, reicht eben ein Schwenken über die Szenerie, um festzustellen, wo so eine Leckage ist. Damit sind wir ungefähr 10-mal schneller als mit einer, ich sag mal, Punktmessung, Geräte, Schnüffler, die wir früher hatten. Und das bildgebende Verfahren ist außerdem extrem leicht zu lernen. Die Funktionalität hier drin ist eigentlich oder sind eigentlich die Algorithmen, die KI, die eingebaut ist.
macht aber die Bedienung extrem einfach. Die Lernkurve ist sehr, sehr steil und kurz. Die Geräte sind eben in der Lage, die Geräusche der Leckagen von den Umgebungsgeräuschen zu trennen und das auch in den lautesten Werkshallen. Ultraschall, Moment, das klickt nicht weiter, gut. Hier sieht man mal so ein Bildschirm, so ein typischer, das ist natürlich jetzt einfach mal erzeugt hier über diese Probe. Wir haben hier diese gelbe Markierung. Je nach Intensität wird die Farbsättigung variieren, also stärker werden, wenn die Leckage größer ist. Und die Quantifizierung, das sehen Sie hier oben. Es wird direkt ausgerechnet, wie viel Leckage ist da zu erwarten und welche Kosten. Dazu sind zwei Voreinstellungen nötig, Kompressordaten und Kosten per Liter oder ja, per Kubikmeter Druckluft. Danach macht die Kamera alles selbst, rechnet Ihnen hinterher einen Bericht auch zusammen, wie viele Leckagen waren es, mit welcher Leckagerate und mit welchen Kosten haben Sie zu rechnen. Hier einige Beispiele aus einem Industrieunternehmen. Hier gibt es so ein Array von Ventilen. Eines davon ist undicht. Hier auch und hier haben wir eine Kälteanlage. Es geht ja nicht nur um Druckluft, sondern es geht auch um Gase, speziell wenn diese Gase in der Dichte ähnlich sind. Und hier haben wir ein Kältemittel, was ausströmt, was man eben auch sehr gut sieht. Und hier wieder weitere Druckluftleckagen. Ja, bringt uns dann wieder zu der Frage, was mache ich dann damit? Ich habe jetzt Bilder aufgenommen und möchte irgendwo einen Report erstellen. Ich muss das Ganze ja auch monetär umsetzen und Geld verdienen. Also gibt eine Lösung. Die Online-Lösung ist immer mit dabei, immer eine Cloud-Lösung. Alles wird hochgeladen automatisch, gegebenenfalls übers WLAN, wenn das voreingestellt ist, also innerhalb Ihres Unternehmens. Dienstleister haben da eher Probleme. Deshalb gibt es natürlich den klassischen Weg, das Ganze über die USB-Sticks mitgeliefert auch von der Kamera auf die Software zu transferieren oder in die Cloud zu transferieren oder von der Cloud in die Software zu transferieren. Da gibt es alle Wege, einen professionellen Bericht zu erstellen. Und wir können sogar Wärmebildberichte mit akustischen Berichten koppeln und verbinden. Ich habe Ihnen hier, die zweite Option ist die Offline-Lösung. Das ist ein Plugin für unsere große Analyse- und Reporting-Software, Thermal Studio. Gleiche Funktionalität. Wir können da eben auch offline die gleichen Analysen machen und noch professionellere Berichte erstellen. Die Vorlagen können editiert werden, ganz nach dem Corporate Design in Ihrem Unternehmen oder eben auch nach Ihren Vorstellungen. Diese Berechnungen, die wir da gemacht haben, die basieren auf gewissen Grundlagen. Wenn Sie das selber für Ihr Unternehmen durchführen wollen, dann gibt es eine Webseite, da können Sie Kompressordaten und so weiter eingeben und selber mal herausfinden, unter den statistischen Werten, die wir angegeben haben, 25 bis 30% Leckage und so weiter, welche Verluste haben Sie eigentlich zu erwarten? Und dann werden Sie feststellen, dass die Amortisationsrate für so eine Kamera bei irgendwo zwischen 4 Monaten und einem Jahr liegt. Ja, und um den geht's mehr als je zuvor. Ja, wer den Pfennig nicht ehrt, aber jetzt sind wir unter Druck geraten und haben, ja, sind dazu verdonnert, Energie zu sparen von allen Seiten. Und wir würden Ihnen gerne dabei helfen, mit unseren Mitteln, die wir zur Verfügung haben, das zu bewerkstelligen, um möglichst viele von den Münzen bei Ihnen im Haus zu behalten.